Schwerpunkt meiner Arbeit war natürlich die Bildungs- und Universitätsgeschichte, Kulturgeschichte und erst später dann die regionale Heimatgeschichte. Die Geschichte ist insofern wichtig, weil sie der Orientierung des Einzelnen dient und der Orientierung derjenigen, die Verantwortung in Staat und Gesellschaft haben. Wer das heute gestalten will und für das Morgen planen will, der müsste eigentlich die Verhältnisse von gestern kennen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und insofern ist die Befassung mit Geschichte nicht nur ein rückwärtsgewandtes Geschäft, sondern eine Aufgabe in die Zukunft. Dieser Inschriftenband. Ich bin natürlich hier im Bayerischen Wald aufgewachsen und in Passau zur Schule gegangen und dann natürlich über München wieder zurückgekehrt in die Region. Und ich konnte sicher einiges von dem, was ich in München im Studium und später im Ministerium gelernt habe, hier wieder einbringen. Ich sehe für die Region durchaus eine positive Entwicklung. Wir stellen ja die wirtschaftlichen, kulturellen Errungenschaften heraus und davon lebt ja die Jetztzeit, davon lebt auch der Tourismus und so weiter. Davon lebt der Bekanntheitsgrad einer Region, klar. Auch durch unsere Veröffentlichungen. Insofern tun wir auch etwas für die Zukunft, für die gute Gestaltung dieser Region. Wer die wechselvolle Geschichte, die hervorragenden Leistungen in Kultur und Gesellschaft unserer Region kennt, der ist vielleicht auch bereit, sich dafür einzusetzen, sich zu engagieren, um diese Region lebensfähig zu gestalten und zukunftsfähig zu entwickeln. Das ist die Motivation, würde ich sagen. Ich würde auf jeden Fall allen raten, sich der Schätze dieser Region in Kultur, in Kunst bewusst zu sein. Und das auch würdigen, denn hier gibt es etwas vorzuzeigen in dieser Region. Und das soll man nicht vergessen.